Hallo und zurück zu bei Skyrim. Also würde ich mal sagen, wenn ihr jetzt also Mihawk. Ja, Troy. War gut. Ich werde umgehen lernen. Hier sind noch mehr Drachen. Nein, noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. Und so begegnen sich das erste Drachenlord und das letzte Drachen. Weil ich ja der Erste bin. Lord, auf dem Gipfel von Apokrypha. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein nordischer Meister, wisst ihr. Doch nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. Das wollen wir noch mal sehen. Das will ich auch. Dann werden wir es jetzt machen. So. Mir halt mir Sachen fehlen. Alter, auf unserer Seite. Draufgestiegen und dann haben wir eigentlich selbst zwei. Das war ja schon ein Mann, der Schmerz für mich. Mag ich auch nicht wieder erhöhen. So. Ein bisschen Schmiedekunst. Wir sind nur eine weitere Sache erlernen zu spielen. Danach können wir das Spiel wieder zurücksetzen. Ich glaube nicht, dass du das Schicksal verstehst. Hätte ich dich eintriggert. Nee, ich wollte ja nicht. Sollte bitte keine Angriffsschreie, sondern eher Bewegungsschreie benutzen. Ich werde dir jetzt ein paar Sachen sehen, mir. Ja, hier kann ich euch suchen, jetzt kann ich euch wieder rennen. So.
dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblutdiener gefunden. Was, ja, ja, nicht in See. Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Träumte davon, sich gegen mich aufzulegen. Lernt aus seinem Beispiel. Dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reich. So. Können wir eigentlich besuchen? So, die Maske, das Schwert, der Stab, Handschuhe, Stiefel und die Robe. So. Okay, jetzt können wir hier einfach so jetzt und dann die. Hey, welche Punkte können wir jetzt von der Datei her jetzt Punkte nehmen und die rein übertragen? Ich glaube, wir werden von Blocken nehmen und die später wieder das Blocken zurück tun. Nachdem ich eigentlich habe, ich erreichen wollte, wäre das Spiel die Kunst. Nein. 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 Nope. Ah, Blocken. So. Was war, hä? Ach so. Wenn du eine Drachensiebe benutzen musst, um den Blockentalente zu entfernen, ist du eine Drachensiebe benutzen, um deine Blockentalente zu entfernen, eine Hemmung zurückzugewinnen. Yep. So, und jetzt, jetzt haben wir jetzt mal auf Spielkunst. Wir werden uns dann zum Bett zusetzen. Wir werden dann einfach die Punkte dann wieder anders verteilen. Aber erst einmal einfach so das Solstheim. Ich kann es fühlen. Der Baumstein ist wieder frei. Die Einheit des Landes ist wiederhergestellt. Heißt das, es ist vorbei? Ist Nira'ak wirklich besiegt? Er ist dabei, Mira'ak ist tot. Dann war das Opfer meines Vaters nicht umsonst. Er starb, um uns zu befreien. Sagt, gab es keine andere Möglichkeit? War der Tod wirklich unausweichlich? Wo ist das Opfer? Sie haben mir aus Mora mir nicht geholfen. Ja, seine Hilfe, für die er meinen Vater nicht hätte töten müssen. So sind die Wege von Herma Mora, des ewigen Feindes der Skal. Eins noch, Skal-Freund, wenn ihr erlaubt. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Sicher, es wünscht ihr. Als Schamanin der Skal bin ich für das spirituelle Heil meines Volkes verantwortlich. Ihr seid zwar kein Skal, aber ein Skal-Freund.
Deshalb warne ich euch. Herr Mamura hat euch in seine Dienste gezwungen, um Mirak zu besiegen. Lasst euch nicht von ihm weiter auf diesem Pfad locken. Der Altschöpfer hat euch, das Drachenblut, für einen höheren Zweck geschaffen. Vergesst das nicht. Geht mit dem Altschöpfer, Skalfreund. Mein Vater war ein edler Mann und ein echter Skal. So, welch beeilt schon mal, wo ist eure Mutter? Sie starb, als ich noch sehr jung war. Oh. Sie wurde in einem schrecklichen Schneesturm gefangen, als sie gerade vom Holzsammeln nach Hause zurückkehrte. Ihr müsst verstehen, dass das Leben für die Skal ständige Entbehrung bedeutet. Wir nehmen nichts als gegeben hin. Das können wir uns nicht leisten. Zwischen den Wölfen, dem Wetter und den Bedrohungen im Süden kann selbst eine einfache Aufgabe wie das Sammeln von Feuerholz auf einmal tödlich enden. Halt ihr her, warum zieht ihr nicht einfach einen sicheren Ort? Wir sind an dieses Land gebunden, wie eine Kiefer, deren Wurzeln so tief reichen, wie der Baum hoch ist. Es kommt euch sicher merkwürdig vor, aber für uns ist der Gedanke, das Dorf zu verlassen, ebenso merkwürdig. Das Land und die Skal sind eins. Anders kann man es nicht ausdrücken. Seid wirklich bereit, Schamanen der Skal zu werden? Ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Ich bin zweifellos bereit, aber... Ah, was ist denn? Ich sollte das nicht sagen, weil ich die Wünsche meines Vaters ehren muss, aber... Ich habe diesen Weg nie selbst gewählt. Ich dachte immer, ich würde einst eine große Jägerin oder sogar Häuptling des Dorfs. Das könnte dir immer auch geschehen, oder? Nicht, wenn Fanari ein Wörtchen mitzureden hat. Wenn es um die Stelle als Häuptling geht, ist sie ein Wolf, der seine Klauen fest um die frische Beute schlingt. Aber das ist schon in Ordnung. Die Skal brauchen einen Schaman. Und ich weiß, dass dies... meine Bestimmung ist. Was weiß ich auf Deutsch Skar, heißt? Der Riese, unser früherer Häuptling, hat mir die Kampfkunst beigebracht. Er war ein Bär von einem Mann und ein furchterregender Krieger. Als kleines Mädchen hatte ich Angst vor ihm. Ich war ein rastloses und zorniges Kind. Skarf unterrichtete mich im Schwertkampf, um das Feuer richtig zu nutzen. Er war ein großer Mann und ein guter Anführer. Ich vermisse ihn sehr. Möge der Altschöpfer euch leiden. Ich habe erst heute Morgen eine probiert. Okay, also wisst ihr was? Also, da wir noch eine Quest hier in diesem Dorf haben, also die wir machen müssen, machen wir da mal, obwohl müssen wir nicht, damit wir auch diese Quest. Also, wir werden die Quest schaffen. Einer der Skal ist verschwunden. Wer ist verschwunden? Baldur Eisenformer. Als unser einziger Schmied ist Baldur für unser Dorf sehr wichtig. Ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwas Ungewöhnliches passiert? Ich könnte mich nicht erinnern, dass Baldur sich seltsam verhalten hätte. Obwohl, jetzt wo ihr fragt, am Tag seines Verschwindens habe ich etwas im Wald gesehen. Ich habe aus großer Entfernung zwei Elfen gesehen, die etwas hinter sich herzogen. Unser Land ist bei den Jägern beliebt, also dachte ich mir nichts dabei. Welche Richtung sind sie gegangen? Nach Süden und Westen. Wenn euer Weg euch dorthin führt, könntet ihr euch vielleicht nach Baldur umsehen. Die Skal wären euch dankbar. Okay, das machen wir schon noch, aber allerdings erst einmal bringen wir mal die ganzen Sachen nach Rabenfels. Eure Haut ist schneeweiß. Ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Außerdem waren wir sowieso auch hier, wir noch nicht die Ausgrabungsfeste abgeschlossen haben, vor allem ein Kurier zu uns kommen. Mit der List können wir noch ein paar Nebenquests machen auf Rabenfels. Wir haben ja schon zwei Kurbelschatzkarte und die Quest, die wir eben bekommen haben. So, mit Abak können wir uns so schnell noch fortbewegen. Bisher bestimmt auch ein paar Probleme im Dorf, von daher.
Nein, wahrscheinlich hätte ich, wenn ich jetzt mich nicht genommen, nicht mitgenommen hätte, wäre ich mit Sicherheit nicht so schwer, obwohl habe ich hier einige Zutaten dabei. Ah, doch. Obwohl, das ist irgendwo auch ein Bücherregal. Da ist es tatsächlich. Ich habe jetzt auch Mühe als Bücher, dann blöd als Blumen jetzt auch am besten. Ja, das ist jetzt ein bisschen am Jörg. Hä? Na ja, auf jeden Fall haben wir viele andere Bücher ablegen können. So, jetzt vielleicht so. Jetzt vielleicht hier. Ich werde auf jeden Fall einzelne Bücher kommen. Ich sage, ja, konnte man auch mir euch Bücher ablegen. Nein, Bücherregal ist ein Ausfall. Das weißt du nicht mehr, in welchem Bücherregal. Ich glaube, es gab auch noch mehr als die drei hier. Oh, egal. Das kann ich wieder ausnehmen. So. Bei zwei Waffen. Alles da von mir ab, wie würde ich lieber eins aufbewahren. Also würde ich lieber in einer Sache aufbewahren. Ein Behälter, hast du hier drin? Nein, ich kann schon das Spiel, dann werden wir schon das Spielzeug ablegen. Oh. Nachher wird gleich. So. Was war hier drin? Nichts gut dann. Ich werde weiter ein bisschen Alchemie machen. Wenn wir hier sind, warum nicht? Damit läuft doch. Ich brauche ja jetzt gleich Chemie weiter.
Okay, dann wäre es besser, wenn wir nicht. Obwohl, das glaube ich euch aber nicht. Schade. Was nun? Okay, jetzt ist hier fertig, aber warum ist ja egal. Okay, sagen wir nicht. Na, hier haben sie ja auch nicht. Ein Bürger basiert jetzt ein Bug. Manchmal. Ah, schade, das ist schon. Also, wenn jetzt einer von euch eine Idee hat oder weiß, warum ich die Bücher herbringen kann, schreibt in die Kommentare oder besser gesagt eine Idee hat oder weiß, wie ich jetzt meine Bücher doch abzulegen, schreibt in die Kommentare. Ich würde mich echt gerne ablegen können. Also hier in der Wohnung ist drin. Tomate, Apfel. Aber ich sehe euch dann ein bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.